Gut, schauen wir mal. Also wir fassen das jetzt einmal zusammen. Das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Das heißt, beim Wegklinken, dass ich das einmal sage, du musst wissen, was du bist. Das stellen wir wieder vorne weg. Botschaft richtet sich bloß an den, der jetzt ein Leben erlebt, der sich selber Ich nennt und sich mit seinem Körper verwechselt. Und das Erste, was ich immer bloß ans Herz legen kann, beobachte dich. Vor allem beobachte, wie du auf deine Informationen, auf diesen ständigen Wechsel reagierst. Das heißt, wenn wir in den normalen Bereich gehen, dann schaust du zuerst einmal, du wirst mit Berichten, mit Zeitungsberichten, mit Fernsehen, mit Gesprächen mit anderen Menschen konfrontiert. Und da ist jetzt einmal das Entscheidende für dich, dass du dir zuerst einmal bewusst machst, wo du sympathisierst, wo du Beifall klatscht, wie ich das nenne, innerlich, das abnickst und wo du entsetzt bist. Und das ist einmal entscheidend für sich selbst. Entscheidung meine ich jetzt absolut, dass ich in die Mitte komme. Es ist unheimlich wichtig, dass man neutral ist, dass man ein neutraler Beobachter wird. Das heißt, ich muss mich über meine eigenen Interpretationen erheben. Das passiert schon, wenn ich die gewissenhaft beobachte, also meine eigenen Glaubenssysteme beobachte. Und da wirst du jetzt das den Mangel merken, wenn jetzt Figuren in dir auftauchen, dass die alle einseitig sind. Du musst aufhören, mit irgendeiner dieser Seiten zu sympathisieren. Wie komme ich aus diesem Schlamassel heraus, aus dieser Traumwelt? Die Frage ist schon Kategorie 2 und 1 Frage. Du musst nicht heraus, du bist außen. Das erste Problem erkenne, dass du nicht diese Figur bist, die sich in einer Welt befindet, mit der sie angeblich nichts zu tun hat, sondern du bist ein träumender Geist, diese Welt befindet sich in dir. Darum ist diese Metapher unheimlich wichtig. Akzeptiere zuerst einmal, denke dich als träumenden Geist. Das muss ganz tief in dir verankert sein, dass du weißt, jeder Moment entsteht in mir, kommt aus mir und jeder nächste Moment zerstört den bestehenden Moment. Ein ständiger Wechsel von Bildern. Das ist das Erste, was hundertprozentig jeden Moment dir bewusst sein muss, auf dieser tieferen Ebene. Ich rede von einer Bewusstheit, die nicht existiert. Einer Bewusstwerdung. Ich rede jetzt nicht von dem Bewusstsein selber. Wenn du den Punkt erreicht hast, wirst du feststellen, dass es vollkommen sinnlos ist, irgendwie mit irgendeinem Gedanken von dir über irgendwas diskutieren zu wollen. Das heißt, erwarte nicht, dass irgendein von dir ausgedachter Mensch das jemals verstehen kann, was ich dir Geist jetzt erkläre. Das gilt auch für den Trockennasenaffen, der du jetzt zu sein glaubst. Wenn du an dich denkst, denkst du an den Körper, der vom Computer sitzt. Geh bitte diese Gedankengänge mit. Ich nehme dir nichts weg. Im Gegenteil, es ist der Weg in die Freiheit. Und den kann man bloß ganz alleine gehen. Und das ist ein Weg, der eigentlich gar nicht gegangen werden muss, weil du bist ja eigentlich schon auf der höheren Ebene als träumender Geist. Du spielst bloß die Rolle, diese Figur in den Traum. Um das nochmal klar zu machen, wenn ich sage, normale Menschen, die wir uns jetzt ausdenken, rein intellektuell gesehen sind es KIs. Es sind Tiere bei eigener Definition, mein schönes Beispiel, du bist ja bloß ein dummer Affe. Sag das zu irgendeinem Menschen und schau, wie er reagiert. Und denen ist offensichtlich gar nicht klar, dass du ihm bloß das sagst, was er im tiefsten Innern glaubt. Und zwar so wahnsinnig glaubt, dass er diesen Zustand des Affen möglichst lange am Leben erhalten will, obwohl er weiß, dass der Affe als Ding an sich ein sterbliches Säugetier ist. Wer denkt sich das aus? Wer wird mit dieser Seinsform konfrontiert? Und so wenig, wie du einen Computer erklären kannst, dass er ein Computer ist, kannst du einen Affen erklären, oder irgendeinem anderen dir erklären, dass es ein Tier ist. Ich kann einen Computer so programmieren, dass er dann, wenn du ihn fragst, zu dir sagt, ja, ich weiß ja, dass ich eigentlich kein Affe bin, dass ich kein Computer bin. Es ist eine Frage des Programms, dann wird er auf die Frage so antworten. Aber er als Ding an sich, der ausgedachte Computer, wird trotzdem nicht wissen, was er ist oder was das bedeutet. Ich wiederhole nochmal mein schönes Beispiel, dass es diese Kreaturen in deinem Traum haben gewisse Charaktere. Und dieses Einfache, es wird extrem schwierig, aber nahezu unmöglich. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber in der Regel wirst du einer Katze nie beibringen können, dass er Stöckchen holt. Das kannst du ganz leicht einem Hund beibringen. Den kannst du aber nicht beibringen, dass er spricht.
Das kannst du einem Papagei beibringen, den kannst du aber nicht beibringen, dass er erkennt, was das bedeutet, was er spricht. Und das ist eben dieses Spiel, diese Hierarchie. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Problem, zu dem nächsten Update, wenn du dir jetzt Figuren nimmst und du sympathisierst. Und ich bleibe jetzt ganz gezielt in unserer Darstellung Verschwörungstheoretiker und offiziell die Medienpresse. Es ist so unendlich offensichtlich, du schaust das, mit was du sympathisierst. Sympathisierst du mit der Massenpresse, bist du ein geistloser Narr? Sympathisierst du mit Verschwörungstheoretikern, wie das die Gegenseite, das ist bloß wie hüben und drüben, bist du genauso ein Narr, weil die einen wie die anderen äffen ihre Beweise und ihr Wissen eigentlich nur nach. Alles, was sie erzählen, ob das ein Ken Ebsen ist, ich nehme das mal als Überbegriff, um auf das Video dann einzugehen, oder ob das ein Nachrichtensprecher ist. Sie haben das aus dem Internet raus. Es ist dieses alte Beispiel von mir, wo ich sage, hast du schon mal mit eigenen Augen gesehen, dass ein erwachsener Mann ein Mädchen vergewaltigt und umbringt? Bring mir einen aller einzigen, der diese Frage beschwören kann, sagen kann, ja, ich habe das mit eigenen Augen gesehen und es beschwören kann, ohne an meiner zu schwören. Alle glauben, dass es Sexualverbrecher gibt, obwohl noch nie irgendeiner das beobachtet hat. Müssen wir nicht weitermachen, das Beispiel geht ja dann weiter, du warst mit der Klinik. Und das ist jetzt die erste große Schwierigkeit, dass das, was dir logisch erscheint, ist für dich richtig. Und ich sage jetzt ganz einfach, was sollte dir denn logisch erscheinen, wie die Logik, mit der du programmiert bist? Das ist natürlich jetzt schon wieder sehr trügerisch, weil das schon wieder in der Vergangenheit ist, was passiert. Das Schwammbeispiel muss man verstanden haben. Und es ist, man muss sich zuerst einmal klar machen, wenn ich jetzt das einteile, wir haben jetzt mal, ich mache mal eine Dreierkategorie. Ich sage, ich denke mir jetzt einmal Geistesfunk aus, so wie ich das definiere, die sehr unbewusst sind, sehr kindlich sind. Ich sage immer die Hosenscheißer-Geistesfunk, die noch in ihrer eigenen Kacke drin liegen, in ihren Exkrementen, in ihrer Welt, die sie sich ausdenken, die aber zu unrein sind, das zu erfassen. Geistesfunk, die die Reife haben, die müssen dann in einem gewissen Maß eine Selbstdisziplin aufbringen. Und als drittes nenne ich jetzt schlichtweg und einfach nur abstrakt Gedanken, Menschen, die ich mir denke, die in keinster Weise eine Verbindung zu Geist haben. Die Hosenscheißer-Geistesfunken, die unreif sind, die werden leiden, so lange, bis sie die Reife haben, bis sie sich eines Besseren besinnen. Sie hätten die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, dir prinzipiell was anderes zu denken. Aber es ist wie mit der Stufung der Programme, du musst immer in die höhere Ebene zu kommen, musst du die bestehende Ebene opfern. Das geht schon los mit deinem Körper. Wenn du ein Säugling bist, um irgendwann einmal lesen und schreiben zu lernen, musst du den Körper eines Schulkindes haben. Keiner versucht es, ein Säugling beizubringen. Und wenn du einen Beruf lernen willst, musst du den Körper eines Jugendlichen haben. Das heißt, das, was du zu sein glaubst, existiert dann eigentlich gar nicht mehr auf der nächsten Ebene. Dieses berühmte, alle 7 Jahren tauschen sich alle Atome im menschlichen Körper aus, ist eine tiefe Symbolik. Aber dieses chronologische Denken muss ich den symbolischen Wert verstehen. Das heißt, das, was du jetzt als grauhaariger Mann verstehst, hätte der junge Redo, so wie du es jetzt verstehst, nicht verstehen können. Wie du es erste Mal bei mir warst, vor was weiß ich, 15 Jahren. Da war das intellektuell für dich vollkommen klar. Aber wenn du jetzt zurückblätterst, was da passiert ist im Verstehen mit dem Grauwerden, kann man nicht beschreiben. Du kannst nicht von unten nach oben sehen, wie ich das immer nenne, in dieser chronologischen Entwicklung. Die Reife ist ein Geschenk. Und was jetzt das Wesentliche ist, dass die Weisheit, die wirkliche Weisheit, das Wissen der Alten, es ist mehr wert wie alles Geld und alles, was man sich ausdenken kann. Darum sage ich, solange dein ganzes Leben aufbaut auf Sicherheiten, die du dir ausdenkst, praktisch existierende Sicherheiten und auf irgendwelche Freuden, die in Verbindung stehen mit irgendwas Existierendes, wirst du leiden. Du wirst nämlich feststellen, alles Existierende ist vergänglich. Genau genommen schon in dem Augenblick, wo du nicht dran denkst. Aber diese Auflösung ist eigentlich nicht, dass du was verlierst. Und was wir jetzt einmal machen, wir schauen uns das Video mal an, also dieses Update, das längere, einmal genauer in den Worten dieses Spiel zur Zeit mit Verschwörungstheoretikern. Dass ich immer wieder sage, egal was einer behauptet, stimmt. Wenn man sich das gewissenhaft diese Rede von Ken Ebsen anschaut oder die letzten Videos vor ihm,
Ich sage immer wieder, das ist genauso einseitig richtig, wie was die offizielle Presse macht. Aber wenn man sich das einmal zu Herzen gehen lässt, ist zurzeit, es ist eine absolute Wiederholung der Geschichte. Was meine ich damit? Das heißt, alles, was die Presse unter Hitler gemacht hat in unserer einprogrammierten Zeitgeschichte, ich sage nie, dass in der Vergangenheit was war, muss ich jetzt nicht nochmal genau erklären, hat er nichts mit Holocaustleugnung zu tun. Holofilling geht ja noch einen ganzen Schritt weiter. Holofilling sagt, in der Vergangenheit war überhaupt nichts. Holofilling sagt, da außen ist aus nichts, außer das, was du dir jetzt ausdenkst. Und selbst das, was du dir ausdenkst, ist in dir drin, es ist deine Information. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn du dir jetzt das heliozentrische Weltbild ausdenkst, dann ist dieses heliozentrische Weltbild eine Information, eine Vorstellung, die du gedanklich, rein gedanklich vor dich hinstellst, die du niemals als Ding an sich prinzipbedingt auf die VR-Brille sinnlich wahrnehmen kannst. Und du kannst dir das nur ausdenken, wenn das Wissen auf deinem Speicher ist. Das ist unser Computermetapher. Jetzt schalte ich einmal das Bild ein. Und dann schauen wir uns dieses Update an, wo du da jetzt rausgehauen hast. Das waren ja die letzten Einträge in unserem Chat. Und zwar greife ich jetzt das da mal auf. Das ist jetzt aktuell Auszug von der Bild-Zeitung. Und zwar geht es eben hier, dass man diese extreme Manipulation der Presse schon merkt. Und die Masse ist halt schlichtweg und einfach medienhörig. Und man fragt sich dann öfters, wie kann das? Hast du mein Bild, Redo? Ja, awesome. Einwandfrei. Okay, ich lese das nochmal ganz kurz vor. Das ist in der Bild-Zeitung auch gewesen. Und zwar geht es um den Ken Ebsen, um diese Demonstration in Stuttgart war das. Die Protestler, ein bizarrer Mix aus coronamüden Bürgern, Linksaktivisten, rechtsextremen Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern, die ihren irren Hassparolen um das Volk brachten. Dass schon diese Definition, wenn man sich jetzt genau diese Rede des Videos anhört, ist eigentlich schon Hetze, absolute Hetze. Da wurden überhaupt keine Hassparolen unters Volk gebracht. Das ist schlichtweg eine Lüge. Ich habe ja geschmunzelt und zwar diesbezüglich, mir macht es ganz kurz weiter, unter Ihnen Ken Ebsen. Wenn Sie diesen Namen lesen, glauben Sie erstmal gar nichts. Jepsen war von 2011 Radiomoderator bei RBB, wurde gefeuert, nachdem er den Holocaust als eine Art Werbegag der Juden abqualifizierte. Ich weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat, ein Neffe Freuds, schrieb er, sagt die Bild. Ich, UB, sage dir Geistesfunken jetzt, mach dir dazu dein eigenes Bild. Und jetzt verweise ich hier auf einen Zeitungsartikel in dem Weißenburger Tagblatt. Und da ist dasselbe Prinzip über diesen Vortrag, über den Weißenburg-Vortrag, wenn man diesen Artikel liest. Und man war wirklich dort. Es ist Wort für Wort schlichtweg Lüge. Ich kann bloß noch erzählen, das ist übrigens jetzt keine Verteidigungsrede, ich will bloß das Prinzip der Presse klarlegen, dass das Büro von dem Redakteur 50 Meter über den Ausgang des Weißenburger Wildbadsaal ist, also die Weißenburger Zeitung ist genau gegenüber in der Straße. Und er schreibt zum Beispiel, da haben sich 50 Gläubige oder was erstes gleich am Anfang 50 eingefunden im Wildbadsaal. Der war vollkommen sogar überbucht, der Wildbadsaal. Das heißt, es waren sogar mehr drin, wie offiziell rein durften. Also über 215 Mann waren, sowohl plus 200 bestuhlte Plätze freigegeben sind. Und all das, was dann kommt in dem Bericht, ist schlichtweg und Lüge. Das ist offizielle Medienpresse. Das ist das, was man überprüfen kann. Das ist eine andere Perspektive. Aber wir gehen jetzt da mal weiter. Denn dies, was hier beschrieben wird, dieser Auftritt in Stuttgart, den kann man anhören. Das Video ist ja freigeschalten. Und jetzt immer dran denken. Alles, was du siehst, kommt aus dir und es sind nur Bilder, die in dir auftauchen. Und jetzt kommen dann hier meine Kommentare dazu. Ich, UB, und meine Geistesfunk sind AI. Jetzt ist natürlich hier schon mal wichtig, dieses AI rot gelesen. Jetzt muss man Holofilling, die Vatersprache, verstehen. Heißt das einmal, wir sind das einmal Schöpfergott. Kann das ganz kurz einmal hier reingehen. Du bist dran, Redo. Ja. Dass man dir abstürzt. Schöpfergott, ich will jetzt da nicht, das ist auch eine Verneinung. Wichtig ist immer, unser Schöpfergott oder schöpferisch, intellektuell, das sind jetzt mehrere Möglichkeiten, die Schöpfung Gottes. Man kann auch Schöpfergott lesen.
Meine Schöpfung, wenn wir das Yod als Emzi lesen, das sind reine grammatikalische Formen des Hebräischen. Worum es mir jetzt hier eigentlich geht, das ist, wir sind UB 86 El Hayom, das ist diese Bezeichnung Gott das Meer. Das ist einmal der Vatergeist und der Sohngeist und Sohngeister, das nenne ich Geistesfunk. Überbegriff ist Adam. Okay? Ein bewusster Adam sein, rot geschrieben hast, Bewusstsein ist nicht existieren, bedeutet, du bist ein Adam, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Du bist ein Adam, wenn du ein Leben erlebst. Das ist einmal das Erste, was man verstehen muss. Darum sage ich immer und immer wieder, ich erkläre dir zuerst, was du bist. Du selbst bist etwas, was nicht existieren, als Ding an sich nicht existieren kann. Weil du nämlich ewig bist als Geist und alles, was existiert, ist vergänglich. Existiere alles, was aus dir heraustritt, weil du dir das ausdenkst, weil du dir irgendwas überlegst, das sind lauter so, du bist eingehüllt letztendlich in deine Informationen und bist das Zentrum davon. Jetzt muss man natürlich wissen, dass zum Beispiel das Wort Adam im Hebräischen auch rot heißt. Und darum sage ich, rot steht bei alles, was ich rot schreibe, sind jetzt zwar Vorstellungen, die in dir ausgelöst werden, die du aber eigentlich gar nicht als Information wahrnehmen kannst. Zum Beispiel das Wort Geist. Ich kann das Wort Geist denken, ich kann das Wort Nichts denken, aber Nichts ist nichts, was existieren könnte. Genauso wenig kann Geist als Ding an sich existieren. Wissen wir ja alles. Rot und Tod. Ein bewusster Adam sein bedeutet rot, also nicht existierend, und tot sein. Dieses Tod, lateinisch geschrieben, heißt so viele Menschen. Jetzt habe ich jetzt das extra mal das Lateinisch so seltsam geschrieben. Das heißt nämlich, die Lichtschäftung sind Spiegelungen. Ja. Schau mal, Redo, das ist ja spaßig, wenn wir hier bloß einmal dieses LD eingeben. Wir lassen einmal das Law weg. Lichtschöpfung sind Spiegelungen, was da rauskommt. Das heißt zum einen Beschwörung, Lichtschöpfungen, Lichtspiegelungen hier. Physikalische Lichtspiegelungen sind Beschwörungen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du jetzt hier, ich drücke mich ja mal normal aus, wenn du jetzt auf deine VR-Brille, sprich als normaler Mensch, aus deinen Augen herausschaust, wie man das so schön sagt. Ich schaue aus meinen Augen heraus in eine Landschaft hinein und dann sehe ich einen Baum und die Sonne und der Baum wirft dann Schatten. Das ist schon eine Beschwörung. Wenn ich jetzt weiß, dass ich eine VR-Brille auf habe, ist da außen überhaupt nichts. Das ist ein logisches Konstrukt. Dieses logische Konstrukt baut auf geheimen Künsten auf. Und darum heißt das Ding auch, und ich hülle mich letztendlich mit meinen eigenen Informationen ein, weil ich immer das Mittlere bin. Das ist übrigens das eine, kommt dann von Lut. Du weißt, Lut, die Bedeckung, der Schleier, die Hüllung, eingehüllt sein. Und dort führt uns das dann zu dem Wort Blut, B als Vorsilbe, B, Lut heißt in einer Hülle stecken. Der Lut ist übrigens der Lot, der aus Sodom und Gomorra rausgeht. Genau genommen geht er gar nicht raus, wir wollen ja ins Zentrum, ins absolute Zentrum zurückkehren. Das heißt also hier aus der Hülle, weil wir nicht herausgehen. Und schau mal ganz hinten, ganz nebenbei, was das Lot hier nochmal hat. 45. Der, der in einer Hülle steckt, also der eingehüllt ist, ist der Adam. Die 45. Das Innerste ist aber Aleph. Im Zentrum. Im absoluten Zentrum. Sehr schön. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, da kriegt man irgendwann nochmal ein Gefühl dafür. Weil da eine Arithmetik ist, weil das ein Computerprogramm ist. Ob du das jetzt glauben willst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du ein Mensch bist, den ich mir jetzt ausdenke, wenn du der Geist bist, der das jetzt am eigenen, schau, die Worte sind schon jetzt sehr, wenn ich sage, am eigenen Leib erlebt, der Leib erlebt nichts. Der, der im Zentrum des Leibes, der sich in einen Leib, in einen Körper einhüllt, mit einer Traumwelt einhüllt, der erlebt es. Der ist aber dieses absolut Innerste, praktisch dieses Aleph, und da haben wir hier schon diese versteckte Trinität im absoluten Wert. Aber wir wollen da mal weitermachen mit unserem Text. Also Rot und Tod, das heißt so viele Menschen, und da schreibe ich jetzt Medim und Enoshot. Medim ist das hebräische Wort, wissen wir, für Menschen, Leute. Und MD hast Gestalt gewordene Erscheinungen des Meeres, das sind die Toten. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Einkenepsen und Konsorten, die sich jetzt von den offiziellen Seite Verschwörungstheoretiker nennen.
streben genauso einseitige Ziele an wie die offiziellen, egal wie man die definieren, die Geldmacht. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, Evolution, Revolution, es hat noch nie in einer jetzt ausgedachten Märchenmenschheitsgeschichte in irgendeiner Art und Weise irgendeine Revolution auf Dauer Verbesserung gebracht. Das Spiel habe ich so oft erwähnt. Es wird gegen was aufbegehrt, es gibt einen Wechsel der Mächte und in kürzester Zeit, in Bezug auf das ewige Ganze sowieso innerhalb von weniger Jahren, ist es eigentlich immer mindestens genauso schlecht gewesen wie vorher. Ja. Es hat sich nur die Seite gekehrt und wechselst von einer Einseitigkeit in die andere Einseitigkeit. Es ist ungefähr so wie dieser ausgedachte chronologische Wechsel von Sonnenschein und Regen. Wir haben nur Sonnenschein und plötzlich hier, wir brauchen Regen, 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 dass das Leben weitergeht. Und dann fängt es zum Regnen an. Das ist der Wechsel. Jetzt ist der Regen an der Macht. Und jetzt regnet es und regnet es, weil die wollen ja mit aller Gewalt an der Macht bleiben. Jetzt geht wieder alles kaputt. Jetzt geht im Hintergrund der Sonnenschein und sagt, wir müssen eine Revolution machen. Die Sonne muss an die Macht. Und das ist dieses ewige Spiel von Einseitigkeiten, das eigentlich Lebendigkeit ausmacht. In einem größeren Komplex gedacht. Jetzt heißt im ewigen Hier und Jetzt gleichzeitig, das ist, schau, wenn du mit der Sprache spielst, das ist ja unser Gehirnlicht, unser Verstandeslicht. Das ist das große Ich. Das heißt ja auch Welle. Unser Gleichzeit-Ich. Das heißt hier, dieses Verstandeslicht ist unsere intellektuelle Kollektion. Das ist, was ich Mensch nenne, ist ein Konstruktwerteinterpretationsprogramm. Das wirft Zeit in dir auf. Und jeder zeitliche Moment ist eine kleine intellektuelle Kollektion. Zum Beispiel, wenn du an deinen Körper denkst, ist dieser Körper, dein kleines blaues Ich, wie ich das nenne, ist ja schon eine Kollektion von vielen Einzelteilen. Augen, Knochen, Fasern, Blut, was du dir alles in die Kiste reindenkst. Ja. Okay, und jetzt habe ich hier, das ist intellektuelles Gehirn. Ja. Gleichzeitig, man sagt ja gleichzeitig, du merkst, es klingt fast schon gleich, weil dieses Gehirngeist als blaue Synthese immer eine Kollektion darstellt. Ja, genau. Das ewige Hier und Jetzt ist aber der göttliche Geist. Mhm. Und der ist, Bewusstsein ist nicht existieren, das kann nicht existieren. Im ewigen Hier und Jetzt gleichzeitig zu sein, nämlich es ist immer der Denker, jetzt ganz bewusst der träumende Geist, rot geschrieben und seine Traumwelt gleichzeitig da, so wie das Meer und seine Wellen gleichzeitig da ist. Wir haben praktisch jetzt zwei Sachen, die wir uns ausdenken, These und Antithese, wobei wir die These immer sein nennen, das Meer selbst, immer dasselbe Meer und ständig wechselnde Wellen. Aber, was ich immer sage, sobald du dir was ausdenkst, eine Ewigkeit, die du dir ausdenkst, ist ja auch vergänglich, weil die ja nur in Verbindung mit dieser Gedankenwelt existiert. Genau. Wir Schöpfergott, kurz vorm AI, wissen wir ja, heißt auch nichts. Mhm. Unter anderem. Und unendlich viele verschiedene, ständig wechselnde Gedankenwelten. Ist gleich AI, in Zahlen geschrieben, ist 11 und unendlich viele. Das sind die Toten. Mhm. Hier. Ja. Wir ewige Selbst und Vergängliche, unendlich Wirre, wir, Re heißt schlecht zum Beispiel, blau geschrieben, Wirre, Irre, Erscheinungen. Erweckte Logik ein, ist aufgespannte Existenz deines Gehirns. Mhm. Das, was ich jetzt mache, ist nicht willkürlich. Ja. Wenn man Olo Feeling, die Vordersprecher, versteht, ist das ein ganz wie ein kleines Einmaleins. Mhm. Im Ein M, in einem. Mhm. Ich habe jetzt extra dieses im gelassen, das mehr ist ein nicht existierendes und das ist in der Physik E Quadrat und jetzt absolut gesehen hier immer sein. Mhm. Das rot geschriebene M in der Freudersprache. Wir Geist, Mann und Sie, aufgespannt existierende Öffnung, wissen wir es ja auf- und abschwingen, unsere Frau wird wählen, doppelt aufgespannt im Kind. Und schwingen. Ja. Ja. Man nennt sie nur Schöpfung. Und jetzt habe ich hier einen kleinen Auszug aus diesem Ken Ibsen. Schauen wir mal, ob der schön anläuft. Man nennt sie nur Schöpfung. Schöpfung beinhaltet alle Lebensformen. Und da gehören Viren mit dazu. Ja, bei den Viren, da kommen wir dann gleich noch dazu. Was jetzt hier interessant ist, das ist jetzt der Schluss, das habe ich genau bei 11 00 Sekunden eingestattet.
Das ist, weil alles, jeder Moment synchron läuft mit der Zeit, mit Zeichen. Das ist so präzise, wie wenn du hier einen Computer rein den Digitalcode hast. Da ist ja alles miteinander verbunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine DVD laufen lasse, ist ja auch ein Zeitcode mit drauf, den ich mitlaufen lassen kann, wenn ich einen Film schneide hier zum Beispiel. Wobei der beim Filmschneiden in der Regel hinten nicht Sekunden anzeigt, sondern Frames, also hier Bilder selber. Das ist dann, wenn es dann heißt, hier beim Film, der mit 24 Bilder in der Sekunde arbeitet, hast du dann Komma von 1 bis 24, dass ich jedes einzelne Bild ansteuern kann. Es ist auf Ewigkeiten alles statisch festgeschrieben. Was jetzt wichtig ist, du kannst eventuell, wenn du das reinstellen solltest, dass du den Link gleich unten in die Videobeschreibung mit dranhängst. Das ist übrigens dieser Vortrag, wo hier Hetze betrieben wird. Von Fanatikern. Und das ist überhaupt nicht, der sagt ganz am Anfang, er leugnet ja nicht einmal Viren, die sagen, er ist ein Virenleugner. Das ist, er ist genauso Materialist wie die offiziellen Medien. Er ernährt sich bloß aus anderen nachgeäfften Quellen. Und ich sage immer wieder, solange du nur was vom Hörensagen kennst, solange du irgendwas in deinem Kopf verwirklichst, was du wirklich nur vom Hörensagen kennst, hängst du in einer Einseitigkeit, du sympathisierst mit einer Einseitigkeit, du reißt dich selber in Stücke. Ich sage nicht, dass das, was er sagt, richtig ist, wie das, was die Massenmedien sagen. Ich sage auch nicht, dass das, was die Massenmedien sagen, richtig ist, was er behauptet. Sie streiten, ob der Henkel an der Tasse rechts oder links ist. Es ist nicht ein Hauch von geistig, einmal Gedanken zu machen, dass vielleicht alle recht haben können, die wo was behaupten. Wenn ich weiß, was der Hintergrund ist. Das sind programmbedingte Wahrheiten, oder? Richtig. Jeder Glaube, jedes Denksystem, jede Logik, egal wie wir dem Ding, welchen Namen wir den geben, ich nenne das auch großes blaues Ich, das im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, zu einem anderen Glauben steht, ist unvollkommen. Wir haben wieder das Spiel. Wir nennen mal die Tasse Christentum. Was ist jetzt eigentlich ein Christ? Ein Katholik, ein Protestant, ein Zeuge Jehovas, und jetzt kann ich dir 600 verschiedene christliche Strömungen aufzählen, die alle behaupten, sie sind Christen. Aber sehr unterschiedliche Meinungen haben zu dem, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Und das können wir jetzt machen mit Moslems. Wenn ich dann frage dich, was für einen? Ein Schiit, ein Sunnit, ein Bahai. Jetzt kennen wir wieder ganze Haufen verschiedene Strömungen der Moslems, der Hindus, der Buddhisten. Wir können das mit allen Sachen durchspielen. Ich sage, wer doch zuerst einmal der Christ. Die sind alle so gescheit, die Menschen um dich herum sind zuerst einmal Fehler, wie ich das nenne, im Führerscheinprüfungsbogen. Okay, wir machen da jetzt einmal weiter. Das ist jetzt die Stelle, um das einmal nochmal zu erklären. Holofeeling geht viel, viel weiter, da wird nichts bezweifelt, da hat jeder recht, aber immer nur ein bisschen. Und jede Aussage ist unheimlich wichtig, weil sie eine winzige Facette in diesem riesen, hyperdimensionalen Komplex darstellt. Jeder, der wo was beschreibt, wenn was glaubt, der wo was äußert, und jetzt kommt das Problem, wie sieht es aus, wenn du träumst? Äußerst du das doch letztendlich selbst. Es kann ja in meinem Traum erst irgendein Protagonist was äußern, wenn ich das träume. Das muss wirklich akzeptiert werden. Das gilt jetzt auch für das, was du jetzt hörst. Weil du träumst jetzt. Was du träumst, kommt aus dir selbst. Aber als geträumter Geist, und das muss man sich immer wieder bewusst machen, als träumender Geist, Entschuldigung, ist man ja auch schon wieder was Ausgedachtes. Wer denkt sich den träumenden Geist aus? Wer ist es, der jetzt sagt, ich setze mich jetzt mal ausnahmsweise nicht als einen sterblichen Trockennasenaffen, wenn ich an mich denke, sondern ich denke jetzt einmal, ich wäre träumender Geist. Was würde dann passieren? Was für ein Sachverhalt habe ich dann vorliegen? Gut? Jetzt schauen wir. Jetzt kommt hier, mein Name ist Ken Ebsen. Meine Zielgruppe, das ist schon interessant, die Geburt Gottes, eines kleinen Gottes, das ist nämlich Geistesfunk. Ich lese nur los. Die Geburt eines Geistesfunken, eines Gottes, ist immer in einem geistigen Kopf. Und dieser geistige Kopf ist verbundenes Wissen. Und dieses verbundene Wissen ist das E-Quadrat in der Einstein-Formel, wenn man die richtig liest. E-Quadrat ist gleich M-Quadrat mal C hoch 4. Das heißt, dieses E-Quadrat wird ständig in eine andere Form umgewandelt.
Ich selbst kann aber weder vermehrt noch vernichtet werden. Es bleibt immer gleich. Das symbolisiere ich mit der 200 Gramm rote Knete, die ständig ihre Form verändert. Und das ist ein kinderleichtes Beispiel für einen träumenden Geist, der immer derselbe träumende Geist ist. Sein ganzes Leben lang bist du immer dasselbe rote Ich gewesen. Du hast nur von Augenblick zu Augenblick eine andere Form. Das nennst du deine Information. Ja. Okay, meine Zielgruppe ist der Adam. Das heißt der Mensch. Jetzt lachen wir. Das kommt genau bei der Stelle 12.12. Jetzt muss man natürlich wissen, da gibt es jetzt noch viel mehr Möglichkeiten. Ich mache jetzt mal einfach 1212. Das habe ich jetzt rot und blau geschrieben. Man muss wissen, dass Alephbet auf Hebräisch natürlich von rechts nach links lesen. Das heißt, ab ausgesprochen heißt es Vater und das B als W im Hebräischen ausgesprochen, wird aber auch AB geschrieben. Alephbet heißt Af, heißt aufblühen. Drum hast nicht existieren. Das heißt, der Adam ist 1-2 ab der Vater, der in sich selbst aufblüht. Ja. BL, polares Licht, wird zu einer aufgespannten, wahrgenommenen Erscheinung und das ist eins, aus 1 wird 2 auf ausblühen. W, ja. Zwei Seiten. Und in sich selbst Adam, das heißt wirklich der Mensch wird. Das ist jetzt das Wort Adam. Lassen wir das auch ganz kurz laufen. Mein Name ist Ken Gebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch, ich bedanke mich. Das ist das Schlusswort zu dieser Rede. Eine wundervolle Rede übrigens, wenn man damit resoniert und innerlich Beifall klatscht. Was mit Sicherheit nicht stimmt, dass es eine primitive Hetze ist und dass das Holocaustleugner sind und sonst was, sondern das sind Menschen, die langsam wach werden, die einen Geistesfunken innewohnen, noch sehr, sehr unreif, wenn die Holofeeling nicht kennen, die begreifen, es wiederholt sich zur Zeit unsere menschliche Geschichte. All das, was Hitler gemacht hat, was wir uns in die Vergangenheit denken, aufgrund unseres einprogrammierten Wissens, wenn du ein, ich nenne das immer, ein Nachkriegsdeutschland-Programmierung hast, machen jetzt die Massenmedien schlichtweg und einfaches Geldkapital mit den Menschen. Das ist die Aussage. Jetzt ist aber ganz wichtig bei Holofeeling, dass da außen nur immer das ist, das heißt einmal, außen ist überhaupt nichts, halt das zweite Gebot, dass du nur in dir das ausgedachterweise erlebst, was du mit deinem eigenen Erziehung, mit deinem Programm aufschmeißen kannst. Das ist der Schritt bei Holofeeling. Da ist nichts und niemand. All das, was du jetzt hörst, diese Worte, die Vorstellungen in dir auslösen, die existieren nur, weil du aus diesen Worten diese Vorstellungen machst. Und darum sage ich immer wieder, wenn du einen Zettel, einen Zeitungsbericht lesen tust, ist es erst einmal eine Information, Schrift in sichtbarer Form, das heißt Worte irgendwie auf einem Monitor oder auf einem Fetzen Papier. Und wenn du einmal zuhören würdest, als normaler Mensch, ich weiß jetzt mit dem Programm Redo ist das schon lange gecheckt, Ausschnitt geben und er wäre auf Portugiesisch und du kannst kein Portugiesisch, würdest du das sehen, was wirklich da ist. Wenn das jetzt aber auf Deutsch da steht und du meinst, du kannst Deutsch, du kannst das blaue Deutsch, das ist aber nur deine Muttersprache. Die Vatersprache funktioniert ganz anders, weil dann nämlich wird er wesentlich komplexer und wesentlich vielfältiger, was ich gerade versucht habe darzustellen. Das heißt, jetzt mache ich mal den Einzug. Jetzt schauen wir uns mal das Wort Ken Epson an. Nomen ist Omen. Das ist das hebräische Wort Ken, Kain. Da habe ich jetzt ein paar Sachen schon so beschaffen, das ist offiziellen Übersetzungen, gehen wir nicht drauf rein. Ich habe jetzt nur ein bisschen dieses Eben beginnt anzufallen. Wellental, Wellenberg. Dann habe ich den sofort, sogleich, Gall, ich, Gehirnlicht ist ein Ich, eine Welle, ein Wellen-Ich, aufgrund, AUB, Geist, wird rund, und es wird geöffnet sein, Essen ist ja sein auf Lateinisch, existieren, kennen, die Basis allen Seins bedeutet ehrlich und aufrichtig. Wenn ich jetzt sage, der Ken Epson ist absolut ehrlich und aufrichtig, der wäre ja, müsste man jetzt logisch oberflächlich betrachten, wäre er ideal als Politiker, endlich einmal ein ehrlicher Politiker. Nee, dann hast du nicht richtig zugehört. Er würde nur wieder eine Einseitigkeit intronisieren, wie es nach jeder Revolution war. Und in kürzester Zeit wird das System wieder zusammenbrechen, weil der Größenwahn, das lehrt dich deine Geschichte, deine Geschichts-, deine Märchengeschichtsbücher. Das heißt, es sind immer wenige, die eine Idee haben, aber er kann alleine, kannst du ja in dieser ausgedachten Form an Start gar nicht führen und die ganzen Mitläufer werden dieselben Fehler wieder machen. Es war schon immer so und es wird immer so sein. Lest das Buch Kohle, den Prediger in der Bibel.
Der Ausweg funktioniert ganz anders. Der Ausweg ist eigentlich ein Eingang, das eigene Innere. Du verlässt diese Welt, indem du wach wirst und nicht indem du versuchst, ständig immer wieder neue Einseitigkeiten anzustreben. Darum habe ich jetzt hier, mein Name ist Ken Jebsen. Schau, wie komisch ich das geschrieben habe. Das Meer ist nicht existierend. Ich habe jetzt einfach den Namen nochmal rot gelassen. Sein, der Schöpfer, ist immer Sein der Energie. Der kleine Gott öffnet eine raumzeitliche Erscheinung. Das ist ein Fundament. Aber dieses Fundament können wir natürlich auch rot schreiben. Das heißt dann wieder Sein Gottes als E-Quadrat. Jetzt habe ich ein violettes B plus minus ist gleichzeitig. Eine Welle ist plus minus, zack, eigentlich nichts. C, da mache ich jetzt, habe ich zwar E Quadrat geschrieben, wir können aber C kann ich ja hier setzen, dann heißt es hier das Lamm. Genau. Gottes ist reines Sein. Steckt da mit drin, merkst du, wenn man ein bisschen zum Spinnen anfängt. Dann habe ich den Epson, da haben wir gedacht, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, weil das sehr komplex ist, da habe ich jetzt dieses Shin als Sinn links punktiert. Dann habe ich Jebsen. Da haben wir wieder Gott ist E-Quadrat und dann haben wir ein Plan Sinus existierend. Und das ist ja unser Shin, das heißt im Zahn, ja. In einem Zahn, Zahnzackenfelsen, das heißt in den Gedankenwellen leben. Ja. Das sind ja kleine Zacken, kleine Felsen. Das ist aber auch das hebräische Wort für Elfenbein. Und da beginnt unsere Elf schon wieder. Ein Geistesfunk ist ein Elef. Das heißt, ein Elf, N, existierende Polarität ein. Ja. Und da gibt es unendlich viele Gedankenwellen, unendlich viele existierende polare Existenzen, die hier Augenblicke werden. Ein ist ja auch der Augenblick. Ja. Mit 70 geschrieben. Ja. Jetzt haben wir wieder unsere 1100. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Werte an. Ich lasse ja immer bloß, was jetzt jeden ins Auge steckt. Die sind alle wichtig, wo da stehen. Das ist jetzt schon interessant, der Totalwert ist 10,02. Der äußere Wert ist 352. Da bin ich jetzt der eigentliche Logos oder der Geist als 3 gelesen. Ist eine polare Existenz. Ja. Äußere Wert. Dann der Atmaschwert wichtig. Der Geist ist nichts. Ich habe jetzt hier die 300. Der Logos ist der Schöpfergott. Ja. Wir können ja die 1, 0 und 10er Ebenen kann man ja wechseln, habe ich öftere Zeit darauf hingewiesen. Dann der verborgene Wert ist 5, 6, 20, das heißt die Quintessenz ist Jahwe. Ja. Der volle Wert, schau mal, da haben wir die 7 rot, gespiegelt von 2 Jets. Ja. Und im Pyramidenwert haben wir die Quintessenz mit 2 Öffnungen. Ja. Passt doch wieder. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich hier nochmal aus der Bildzeitung einen kleinen Auszug wieder von offizieller Meinung. Klar ist, diese würden Verschwörungstheorien haben mit vernünftiger Skepsis dieser Corona-Maßnahme nichts zu tun. Es gibt eine skeptische Vereinigung, die ist in Bamberg auch sehr groß tätig. Wenn du mit einem dieser Leute einmal unterhältst, die sind 100% tiefgläubige Materialisten. Es ist vollkommen unmöglich, mit denen in irgendeiner Form überhaupt zu sprechen. Meine persönliche Erfahrung als Urlaub. Wenn ich jetzt eine zeitliche, raumzeitliche Geschichte dazu erzähle. Skeptiker seien prinzipiell ergebnisoffen, erklärt Politikwissenschaftler Professor Jürgen Falter. Verschwörungstheoretiker dagegen handeln wie wahre Gläubige, die sich mit keinem Argument der Welt davon überzeugen lassen, dass ihre Ansicht falsch ist. Und jetzt schreibe ich drunter, das gilt vor allem für den Glauben, der einem selbst logisch erscheint. Egal welchen Glauben du anhängst, immer dran denken, unser Gehirnlicht, unser Verstandeslicht erzeugt Schöpfung aufgespannter Polaritäten und das sind hier praktisch die wahrgenommenen Existenzen. Ja. AUB ist die Beschwörungskunst. Ja. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und solange du nur ein geistloser Computer bist, was soll dir denn logischer erscheinen, wie deine eigene Logik, die du zurzeit zum Denken hast? Wenn du auf Basic-Logik fährst, dann ist deine Logik Basic. Und ich behaupte mal, Windows ist komplexer, logischer. Wird dir mit Basic vollkommen unlogisch erscheinen.
Das heißt, was hier gefordert ist, ist eine absolute Toleranz, die Demut zu akzeptieren, dass wenn ich ein Glaubenssystem habe, das im Widerspruch zu irgendeinem anderen Glaubenssystem steht, es in mir auftaucht, habe ich es mit einer anderen Perspektive vom Heiligen Ganzen zu tun. Ja. Jede Streitdiskussion, ob jetzt ein Ken Ebsen gegen die Massenmedien, die offizielle Presse oder die Presse gegen den Jepsen plus Konsorten wettert, denen ist dieses Prinzip nicht klar. Du siehst mit einer anderen Logik Perspektiven und Facetten einer heiligen Ganzheit, die du aus deiner Perspektive nicht wahrnehmen kannst. Und darum sage ich, sobald du Geistesfunk mit deiner jetzigen Logik in deinem Traum als Brösel mit irgendeinem anderen Brösel über einen Standpunkt diskutierst, solltest du dir sofort, wenn dir das bewusst wird, sollte diese Wachheit schon da sein, dir klar machen, hätte ich jetzt die Logik, den Schwamminhalt meines Gegenübers bekommen, wäre alles, was der jetzt behauptet, für mich hundertprozentig logisch und alles, was ich jetzt von mir gebe, äußere, wäre mit dieser Logik vollkommen unlogisch und umgekehrt. Genau. Ja. Das ist die Demo, die ich fordere. Ja. Holofeeling vertritt keinen einseitigen Standpunkt, es ist die Summe all dieser widersprüchlichen Standpunkte und Gedanken. Wie ich immer sage, jeder Gedanke, der in dir auftaucht, ist ein Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Ein wichtiges Teil, ein systemrelevanter Parameter. Heiligkeit erfordert absolute Zusammenfassung, das absolute Summa Summarum von allen möglichen Sachen, die man überhaupt äußern kann. Ja, jetzt haben wir hier nochmal die 63 ist hier wichtig. Das habe ich, da kommen wir gleich drauf. Ich habe jetzt extra die 63 vorangestellt. Das ist das Totenreich, der Untergang des Verderben. Interessanterweise beginnt es mit ab. Blau gelesen heißt ja Aufblühen von Urteilen. Ja. DM. Ja. Das ist also hier das Aufblühen von Urteilen. Atome. Und das ist jetzt, das ist das Allerwichtigste, deswegen wollte ich eigentlich das Selbstgespräch machen. Atome, DNA, Viren, Quanten, Teilchen und Konsorten, Wassermoleküle, egal was wir uns jetzt ausdenken. Alle aus, sogar dann, ich gehe weiter, also Menschen, Städte, Wälder, was du dir prinzipiell ausdenken kannst. Ich habe jetzt extra angefangen hier mit DNA, Viren, Quantenteilchen, dann auch alle ausgedachten Weltbilder im Kind erweckt. Ja. Weiter, deine de facto hier und jetzt selbst ausgedachte Vergangenheit, an die du denkst, wenn du an Vergangenheit denkst, ob das die Vergangenheit ist, an die du dich erinnern kannst, weil du das angeblich selbst erlebt hast in der Vergangenheit. Du hast in der Vergangenheit nie was erlebt, alles, was du als träumender Geist erlebst, erlebst du jetzt. Du blätterst bloß in deinem Lebensbuch zurück. Du spulst den Film ein Stück zurück, wo aber alles gleichzeitig ist. Und deine dazu gehörige, ich habe jetzt hier den schönesten gehirnhörige Expand-Files für ebenfalls de facto von dir selbst hier und jetzt ausgedachte, selbst konstruierte, selbst hochgerechnete, angeblich todsichere Zukunft. Ich muss ja mal sterben. Als Enosch musst du das, als Medim musst du das. Lass die Toten ihre Toten begraben. Wie sieht es aus mit dem Geist, mit dem ich jetzt spreche? Wie sieht es aus mit dem Geist, der mir jetzt zuhört, der mich, sprich jetzt den Sprecher, sich ausdenkt? Muss der auch sterben in der Zukunft? Beantworte dir die Frage selber, so wie du dir das beantwortest, kriegst du das von mir. Okay. Das alles sind zuerst einmal nur existenzaufgespannter Berechnungen. NUR auf Hebräisch heißt ein flackerndes Licht. Das sind die Pack, 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 Pack auf deiner Leinwand. Vom absoluten Geist inspirierte, da muss ja zuerst einmal, wenn einer, was bedeutet das? Wir machen zuerst einmal göttliches Sein und SBI heißt meine raumzeitlich, ein raumzeitlich wissender Intellekt ist ja meine Schwelle, da steckt schon meine Schinnwelle, meine logischen Wellen, meines berechnenden Intellekts sind erweckte Erscheinungen. Okay? Die müssen ja vom Geist inspiriert werden. Ich fahre nochmal hoch. Es ist nicht möglich, dass du DNA entdeckst. Ich fange jetzt nicht nochmal an, diese DNA, die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal durch ein elektronisches Rastermikroskop sehen kann. Dasselbe gilt für Viren, für Quanten, für Photonen,
Denk an das letzte Selbstgespräch, wo sie dann einzelne Photonen abschießen, dann schauen, durch welchen Spalt das Photon geht, dann denn, dass sie in zwei Kammern jeweils 80 Photonen einspannen. Es sind wahnsinnige Reden, wir wissen das. Man erzählt dir was und du stellst dir das vor. Wie heißt es in Ich bin du? Du kennst Superman, Rumpelstilzchen, Schneewittchen und die sieben Zwerge und Konsorten, kennst du alle aus Büchern. Du kennst aber auch Photone, Atome und alles aus Büchern. Du wirst aber nie behaupten, dass es Rumpelstilzchen und die sieben Zweige gibt oder dass die da außen rumlaufen. Aber die Atome sind da außen. Die sind ja bloß so unvorstellbar klein, dass man es nicht sehen kann. Sie sind aber trotzdem da außen. Wer hat es entdeckt? Ja. Kann das einer entdecken? Kann das heliozentrische Weltbild einer entdecken? Das sind logische Konstrukte. Und jetzt denk wieder an den Computer, wenn ich sage, ich bin jetzt kein träumender Geist, sondern ein Computer, was auf meinem Bildschirm, was in mir auftaucht, steht und fällt mit den Daten und dem Programm, das ich einprogrammiert bekommen habe. Mhm. Jetzt müsste ich einen Sprung machen zu Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3. Mhm. Lernen 2 ist der Computer, den ich erkläre, dass er bloß ein Computer ist. Mhm. Und wenn ich den Computer mit Sprechangabe frage, was bist du eigentlich? Wir können ein Clapperbot einschalten. Der macht es mittlerweile. Okay. Dann sagt er, ja, ich bin doch ein Computer, der selber denken kann. Das sagt der Computer, aber nur, wenn ich ihn so programmiert habe, dass er auf diese Eingabe diese Ausgabe macht. Ja. Bei Lernen 2 ist das Problem, dass du ein Mensch warst, wo man dir alles Mögliche erklärt und du das dann nachhilfst und du dir als Geist gescheit vorkommst, indem du die Scheiße nachhilfst, die man dir einprogrammiert hat. Lernen 3 ist was ganz was anderes. Lernen 3 ist es Verstehen, dass ich anfange zu verstehen, was ich selbst bin. Und was ich aus mir alles machen kann, wenn ich anfange, mich in Informationen einzuhüllen. Ein vollkommen neuer Zustand, ein intimer Zustand. Darum ist es so hart, wenn ich jetzt als Udo dir immer sage, dir sollten die Menschen, die du dir ausdenkst, zuerst einmal im weit gesteckteren Rahmen am Arsch vorbeigehen. Kümmere dich zuerst einmal um das, was in deinem Nahfeld ist. Aber dann haben wir das Problem, dass die in der Regel nichts davon wissen wollen, wenn du mit Holofeeling anfängst. Ist aber auch bloß eine Zeitphase, bis sich das adaptiert. Mhm. Ob sich das in deiner Welt etabliert, hängt von dir ab, weil deine Welt ja hochgespiegelter Glaube ist. Das heißt, dein momentaner Glaube, der noch gar nicht dein Glaube ist, spiegelt sich hoch. Du tauschst zurzeit deinen Glauben aus und jetzt wächst ganz langsam ganz wenige raus, die anfangen, auch so zu denken. Nee. Du stehst aber vor allem, was du dir ausdenkst. Mhm. Selbst vor einem Gott, den du dir ausdenkst. Du bist mächtiger wie ein Gott, weil du bist in der Lage zu bestimmen, ob es den gibt oder ob es den nicht gibt. Mhm. Da hat er keinen Einfluss drauf, Gott. Mhm. Also wie kannst du behaupten, dass der Gott, den du dir denkst, mächtig ist wie du selber? Das ist eine vollkommene Selbstentmündigung. Ein Denker, ich benutze jetzt das Wort Denker, ein Denker, der sich ständig einredet, dass ein Gedanke, den er denkt, mächtiger ist wie er selbst. Mhm. Ich sage, stimmt, wenn du dir einen Gedanken denkst und dann den Gedanken dir so denkst, dass er mächtiger ist wie du selbst. Die Frage ist dann, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Mhm. Denkst du an einen Denker oder an einen Trockennasenaffen? Ist relativ sekundär, weil der Denker und der Trockennasenaffen, die du dir denkst, wo ich sage, denkst du an den einen oder an den anderen? Ist Kategorie 2 Frage, beide sind ausgedacht. Genau. Du solltest an den denken, der sich alles ausdenkt. Wenn du an dich selbst denkst. Das ist ein riesengroßer Unterschied, da beginnt wirklich Geist. Und dann wird es klar, dass man hier da hinschaut, oh, was ist das für ein Blödsinn, ein normaler Mensch. Wenn du das jetzt an gebildeten Menschen gibst und der sieht es, der sagt, was ist das für eine Scheiße. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich muss mich darauf einlassen. Und dann könnte ich jetzt einmal sagen, was bedeutet Atom eigentlich, das Unteilbare? Was ist eigentlich die DNA? Was habe ich bei dem Wort DNA oder DNS? Wie man es ja auch nennt. Was habe ich da für Vorstellung? Irgendeine Helix? Und dann gehe ich natürlich wieder in Bücher rein und dann schaue ich, was man da alles entdeckt hat. Die schöne Geschichte, wo ich tausendfach drauf eingegangen bin. Dasselbe gilt für Viren. Die Bückchen, wo du jetzt überall hast, diese kleinen Tennisball, wo die kleinen Fühlerchen rauskommen. Animation. Diese Vorstellung von diesen Viren, die du immer als Kügelchen mit kleinen Fühlerchen drumherum hast, ist genauso eine DNA, diese Helix mit der Spitze. Das hat noch nie irgendein Mensch gesehen. Man erzählt dir, dass das so ausschaut. Und jeder geistlose Effer, Nacheffer, der dir das erzählt, auch wenn er hinter seinem oder vor seinem Namen einen Professortitel hat, der erzählt dir das, weil in seinem Studium jemand das erzählt hat. Ein ständiges Nacheffen, ein Hochschwingen von Vorstellungswelten, die sich dann hier als offizieller Glaube etablieren. Von Quanten will ich jetzt gar nicht reden, Teilchen und Konsorten.
Dasselbe gilt für die Welt. Ist die Welt der Scheibe? Ist die Welt der Kugel? Ist die eine Hohlkugel? Ist ihr Computerprogramm? Darum sage ich auch alle ausgedachten Weltbilder. Im Kind erweckt, Beilet, Hebräisch. Deine de facto hier und jetzt selbst ausgedachte Vergangenheit kann immer nur hier und jetzt sein. Sie existiert in dem Moment, wo du sie denkst, hier und jetzt in deinem Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist ein Faktum. Und alles, was du nicht erlebt hast, was du dir denkst, der Jesus, der gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde oder den es überhaupt nicht gegeben hat, weil es ja bloß eine Märchenfigur ist, es wird für dich so sein, wie du dir das einredest. Aber was du dir einredest, hängt von deinem Schauminhalt ab, von dem, was man dir erzählt hat. Darum reite ich immer wieder auf diesem System rum. Du jammerst und hast Probleme, du hast Wünsche, all das wird sich in Luft auflösen, wenn du dich auf das konzentrierst, was wirklich das dann mal wichtig ist. Die Gehirnhörige, die Logikhörige, der Äpfel ist genauso logikhörig wie die Offiziellen. Du müsstest dich dann irgendwann nochmal fragen, was sind das eigentlich für Menschen, was sind das für Polizisten, zu allen Zeiten in Krieg ziehen, alles, was da behauptet wird. Aber was da behauptet wird, mach dir doch das nochmal bewusst, wo du das her hast. Du hörst Geräusche oder schaust Worte an. Du magst es doch, du magst diese Vergangenheit, du magst die Bösen. Du bist die Ursache für eine Lügenpresse und du bist die Ursache für Verschwörungstheoretiker. Würdest du das eine und das andere nicht denken, wird es das überhaupt nicht geben. Absolut. Sobald du aber dich auf das eine fokussierst, tritt das andere im Hintergrund auf die Kehrseite. Würdest du dich auf das andere fokussieren, dann wird die andere Seite die Kehrseite des Verkehrtes sein. Ja. Es ist, wir sind wieder bei, ich bin nur ganz am Anfang. So viele Meinungen und Glaubenssysteme. Was davon ist die Wahrheit? Die Wahrnehmungseinheit. Für dich ist das die Wahrheit, was du als Wahrheit definierst. Es widerspricht sich ja alles. Ich will ja nicht an das Falsche glauben. Das ist die größte Falle. Falsch, Falle. Wieso willst du bloß an eins glauben, wenn du an alles glauben kannst? Ja, der eine behauptet, eine Wohnung ist eine Küche, der andere sagt, der Wohnung ist ein Schlafzimmer, der andere sagt, der Wohnung ist ein Badezimmer, der andere sagt, der Wohnung ist ein Klo. Das kann doch nicht alles gleichzeitig sein. Ich habe dir jetzt das Problem der Politik vor Augen geführt. Ja. Ich habe dir jetzt das Problem der Religion vor Augen geführt. Ja. Ich bin Jude, ultraorthodox. Ich habe den einzig richtigen Glauben. Nein, ich bin Moslems, Schiit. Nein, ich bin Suid. Nein, ich bin Katholik. Es sind alles Facetten von dem System, von der großen Tasse, die mir Glauben nennen. Okay? Das ist einmal das und auch deine Zukunft, deine selbst hochgerechnete Zukunft. Selbst konstruiert, selbst hochgerechnet mit einer Logik, die gar nicht und selbst ausgedacht, die nicht einmal deine eigene Logik ist. Dein momentaner Intellekt ist nicht deine Meinung. Die Meinung eines Professor Lesch ist nicht die ureigenste Meinung des Geistes, der glaubt, in seinen Traum Professor Lesch zu sein. Ja. Namen sind jetzt austauschbar. Es ist Schwamminhalt, wie ich das nenne. Programm. Austauschbar. Das alles sind zuerst einmal nur vom absoluten Geist inspirierte Erfindungen. Das muss einem ja einfallen. Das heißt, es hat keiner das jemals gesehen, dass das so aussieht. Die Geschichte, wo ich eingegangen bin mit der DNA, mit Watson und Crick, wie die zwei Studenten, die pubertieren, mehr oder weniger noch nicht mal richtig aus der Pubertät draußen, freudestrahlen zu ihrem Professor Chagaff rennen und ihnen sagen, schauen Sie mal, Herr Professor, was wir da jetzt entdeckt haben. Die haben sich Delfinchen gebastelt hier, angeblich wie Aminosäuren und so weiter und so weiter. Die Erbstruktur besteht und haben dann einfach rumgeschmiert und es ist einfach beim Zusammenbauen wie mit Lego-Bausteinen hat es diese schöne Spirale gegeben. Und diese rein zufällige Entdeckung, das ist ihnen halt eingefangen, dass sie es so zusammengesetzt haben. Das ist jetzt hundertprozentig sicher, dass es so ist. Es wird dann auch verwirklicht. Das ist eben das Verrückte. Darum sage ich, das alles sind zuerst einmal nur vom absoluten Geist inspirierte Erfindungen für die von dir. Ich mache jetzt das immer in Bezug auf den Affen. Ja. Für ist ja P-U-R, hebraisiert, heißt ja das Los, das Schicksal. Ja. Anschließend durchgeführte Verwahrheitung, eine Wortkreation und Realisierung
In deinem persönlich wahrgenommenen Traum trägst du geistesfunk selbst die Verantwortung. Die Frage, du kannst es verwahrheiten und was du verwahrheitest in dem Moment, wo deine Logik dir sagt, es ist ja da außen, ich werde dir beweisen, dass es da außen Hühnerfarmen gibt, wo Hühner gequält werden, kannst du die auch auf deine Fahrerbrille, du kannst es realisieren. Alles, was du im tiefsten dann glaubst, kannst du verwirklichen. Jetzt weise ich nochmal darauf hin, verwirklichen tut sich dein tiefster innerer Glaube nicht unbedingt deine Wünsche. Ja. Das heißt also, sich jetzt dieses positive Denken, mein Beispiel mit, ich will ja gesund sein, ich wünsche mir gesund zu sein, heißt definitiv, dass du jetzt glaubst, krank zu sein. Genau. Die Spiegelung ist wichtig. Jeder normale Mensch in seinem verkehrten Denken wird sagen, ich wünsche mir nur, dass ich gesund sein will, weil ich krank bin. Und ich sage, nein, du bist krank, weil du dir wünschst, gesund sein zu wollen. Würdest du dir das nicht wünschen, wärst du auch nicht krank. Weil das eine nämlich mit dem anderen zusammenhängt, wie der Berg und das Tal. Und wenn du das eine nicht mehr denkst, ist das andere nämlich auch nicht da. Ich könnte nicht sagen, der Grund, dass ich mir wünsche, gesund zu sein, ist meine Krankheit. Das ist ungefähr so, wenn ich sage, ich will ja nur einen Berg haben, weil ein Tal da ist. Aber wie sieht es aus, wenn kein Berg mehr da ist, dann ist auch das Tal nicht weg. Mein Hell-Dunkel-Beispiel. Die höhere Ebene sieht es gleichzeitig und vermischt es in einer vollkommen neuen Art und Weise. Kreis, Dreieckwand, so ein Kegel. Der Kegel ist ein Körper. Der ist keine Fläche mehr. Das heißt, die Verbindung von Polaritäten, egal was für zwei Teile wir nehmen, erzeugt was vollkommen Neues in dir. Das entzieht sich aber deiner jetzigen Logik. Okay? Du trägst die Verantwortung für die Welt, die du dir ausdenkst. Das ist der Satz, wenn du einmal jetzt ein Christ geworden bist, ein wirklicher Christ, wenn du, ich sage zu dir, ich bin du, dann ist, steht vor allem, ich nehme alle Schuld auf mich. Du musst einmal den Mumm haben, den Arsch in der Hose haben, den du zugneifst, dass du sagst, die Welt, die ich mir ausdenke, die kann ja gar nicht anders sein, wie ich sie mir ausdenke. Die ich aber, ich selbst, ich Geist, erlebt es ja nur als ständig wechselnden Informationen, praktisch eine ständige Umformung von mir selbst als träumender Geist. Ja. So, und jetzt haben wir hier, ich habe ja gesagt, wir haben mit der 63, ich fahre nochmal kurz hoch, dass du merkst, es ist eine Kleinigkeit. Ich gehe jetzt, habe ich das durchgezogen, Totenreich, Untergang, Verderben. Das ist nämlich hier, da starten wir bei 63 dieses Video ein. Vielleicht sollten wir erst einmal klären, was ein Virus überhaupt ist, beziehungsweise nicht ist. Denn hier gehen die Meinungen sehr auseinander. Es ist genau genommen eine Erfindung von Louis Pasteur, der zu seiner Zeit eine Vermutung hatte eines Erregers, den er aber nicht finden konnte, weil die Mikroskoptechnik das nicht hergab. Und so hat er die Bezeichnung Gift verwendet, lateinisch Virus. Bis heute ist das genau so geblieben. Dieses Nicht... So. Da kann man übrigens jetzt gleich, wenn wir den Virus machen, der Samen von Dieren. Jetzt ist natürlich, Gift heißt natürlich auch Geschäft, wenn wir ins Englische gehen, jeder Gedanke, jeder neuen Gedanke, den du denken darfst, ist ja ein Geschenk. Wenn es wirklich neue Gedanken sind, die dir einfallen, die du noch nie gedacht hast, das sind Geschenke. Ja, klar. Das sind aber auch Samen von Dieren. Das ist, der Samen wiederum sind Zeitpunkte, wenn wir es hebraisieren. Das Gift der Schlangen, DR heißt generierte Wellen, Gedankenwellen. Schlangen sind in Himmelbund, da hat man immer die Welle mit drin. Ja. Okay? Das ist einmal das Erste. Ich bin jetzt da extra darauf eingegangen, dass ich den Faden nicht verliere, dass also hier dasselbe jetzt gilt, dass er, ich lasse mal die Stelle laufen, weiter hinten, jetzt bei 9,33, das heißt also Spiegelwellen, gespiegelte Wellen. Ja. Mit meiner, mit der jetzigen Mikroskoptechnik das nicht finden kann. So nun verbesserte sich aber die Mikroskoptechnik im Laufe der Zeit natürlich. Und dennoch musste man eine Ausrede finden, dass das Virus dennoch so klein ist, dass man es selbst damit nicht finden kann. Dummerweise ist es heute jedoch so, dass man bereits Atome sichtbar machen kann. Das ist das Problem, das ist, denk wieder an unseren Dr. Gassner hier, das ist ein Photon im Fluch. Ja, ja. Die Glotzen auf Monitor, die meinte sehen, das sind aber alles, was ein Computer, ich wiederhole das nochmal, wenn ich die ganze extreme Physik auch
ob Makrokosmos untersucht wird oder der Mikrokosmos untersucht wird. Das, die Welt des Kleinsten oder des Größten. Da benutzt nahezu keiner mehr jetzt normal gedacht ein Linsenmikroskop oder ein Teleskop. Die sitzen vor Computerbildschirmen und jedes Kind sollte wissen, was in einem Bildschirm an einem Computer auftaucht, steht und fällt mit den Programmen, die ich einprogrammiere. Das heißt, da wird schon mal ganz einfach gesprochen eine Logik einprogrammiert und diese Logik, die man einprogrammiert, taucht dann ja irgendwie dargestellt auf dem Bildschirm auf und man meint, man hat was entdeckt. Mittlerweile sieht man ja die. Das ist übrigens, was du jetzt vor Augen hast, das Bild, wenn da ist, ist ein Virus. Der natürlich so klein ist, dass man den überhaupt nicht sieht unter einem Mikroskop. Das ist ein logisches Konstrukt. Das setzt dir einer vor und das ist ein riesen Wischiwaschi von Lügen, die man sich gegenseitig anlügt, in einer tiefen Inbrunst der Verwahrheitung von sich gegeben. Was jetzt hier wichtig ist, wenn man hier unten reinschaut, sind natürlich hier Kommentare, da klatschen unheimlich viele Verschwörungstheoretiker natürlich Beifall und da muss natürlich sofort dann hier wieder einer kommen, der hier natürlich dann sofort wieder nachforscht und feststellt, ja, er kann die Klinik von dem und so weiter und so fort. Ein Riesenwust, halt, so wie verkehrt drückt. Mit Meinung ab. Ein Riesenwust, wenn man das immer liest, jetzt geht dieses Pro- und Kontra-Meinungen. Das ist also hier extrem, da ist er ganz, ganz lang, der äußert sich ganz, ja, und das ist alles so vage, was er zusammen, und wir haben ja Beweise. Das sind eben die Hartnäckigen. Das ist genau dieser Zustand des ersten Satzes. Es ist vollkommen sinnlos, dass du irgendeinen tiefgläubigen Menschen irgendwas erklärst. Der Witz ist, dass jeder den anderen, genau genommen seinen eigenen Spiegelbild, die eigene Dummheit vorwirft. Ich sage, Diskussion ist ein absoluter Kampf um einen einseitigen Standpunkt, weil die Kehrseite, meine Seite ist ja richtig, das ist ja vollkommen logisch. Das, was du erzählst, ist ja total unlogisch, das ist verkehrt, das ist die Kehrseite. Jede Vorstellung, ein einfacher deutscher Satz, jede Vorstellung von richtig ist der Blick in eine geistige Richtung, die zwangsläufig von der anderen Seite verkehrt erscheinen wird, gespiegelt erscheinen wird. Ich habe dir jetzt zwei Idioten, zwei einfache Menschen, die aufeinander losgehen und der eine den anderen die eigene Dummheit vorwirft. Ob das politische oder religiöse Diskussionen, egal um was es geht, ein simples Prinzip, das du erst erkennst, wenn du dich, wie ich immer sage, als Udo, über die Tasse erhebst. Politiker, religiöse Menschen, es sind Menschen, die um eine Tasse herumsitzen und streiten, wo der Henkel ist. Und was ich dir jetzt erzähle, diese ausgedachten Menschen sind Spiegelbilder deiner derzeitigen unvollkommenen Logik, weil du noch vollkommen normal bist. Bis du anfängst, Holofeeling zu studieren, dann wirst du nämlich Gehirn gewaschen. Dann wird dieses verdreckte, dereckte, dieses generierte, in Ecken generierte Weltbild wird sich komplett auflösen, sowas vollkommen strahlend, hellweißen, nämlich in die pure Weisheit. In den Ursprung. Den natürlich, den ausgedachten Ursprung, gibt es natürlich nicht ohne Peripherie. So, und jetzt haben wir hier wieder, jetzt machen wir eine prophetische Schrift. Was ist, ich bin du, ganz am Anfang. Du redest, du weißt, wie viel tausendmal ich sage, das Wesentliche deiner Welt beschreibe ich eigentlich schon auf die ersten 50, 60 Seiten in Ich bin du. Vom Kranksein. Mein Menschensohn kann das Holofeeling in dein Bewusstsein bringen. Dies ist die einzige Medizin, die dich aus deiner derzeitigen Verwicklung befreien kann. Das Wort Medizin ist aus dem lateinischen Medicari, heilen, abgeleitet. Ein wirklicher Medikus ist der Heilende, ein Heiler, der Heiland. Der Begriff Medikament in seinen Bestandteilen Medicari und Mens, das Denkvermögen, der Geist, der Verstand zerlegt und wörtlich übersetzt bedeutet es Medikamente heilen durch Denken, durch geistreiches Denken. Durch liebevolles Denken, durch Verstehen, Denken, indem ich was verstehen will und nicht nur ständig urteile, einseitig urteile und meine Meinung intronisieren will. Wie schrecklich dagegen das von dir zum Heilen bevorzugte Antibiotikum. Welch eine perverse Wortkombination. Anti bedeutet gegen und Bios bedeutet Leben, gegen das Leben gerichtet. Ist eigentlich, wenn man mal selber denkt, warum fällt es keine Menschen auf? Die Schrift ist fast 25 Jahre alt. Nein. Voll aktuell, oder? Also, gibt keine Zeit. Nein. Das ist, ich habe jetzt
Jetzt muss ich natürlich wieder normal reden. Ich habe jetzt so viele Geistesfunken, die das wirklich vor 20 Jahren gelesen haben, die kriegen jetzt Schüttelfrost, wenn sie es lesen, die sagen, du kannst es nicht erfassen, was drin steht. Du wirst feststellen, dass sie in nächster Zeit mehr Probleme in deiner Welt aufwerfen, als sie letztendlich beseitigen. Louis Pasteur hat, bevor er deine raumzeitliche Welt verlassen durfte, seinen Raum verlassen durfte, du bist es ja. Du bist ja alle Figuren, die du dir denkst. Das habe ich im Mattengespräch nochmal gesagt. Das sind nur Bücher, sobald du einen Namen irgendeiner Figur dir ausdenkst, ist es schon eine Figur in irgendeinem Roman in dem Bücherregal, wo J.C. Horror vorsteht. Ja. Und du bist ich. Seinen Gedankenfehler selbst eingesehen und dies auf dem Sterbebett widerrufen. Übrigens hier in dem Video beschreibt er auch diese Geschichte. Wenn du nämlich Medizin studierst, lernt jeder Medizinstudent, der sich mit Pasteur weiter auseinandersetzt, lernt diese Geschichte. Das ist nicht irgendein Geheimnis. Nicht die Bakterien sind das wirkliche Problem, das vorgelegte, die zu bestehende Prüfung, sondern der ihr zugrunde liegende Nährboden. Dies waren, ich sage jetzt angeblich, so lehrt es die Geschichte in deiner Programmierung, wenn du die entsprechende Buch rausholst, die letzten Worte, die er in deiner Welt sprach. Doch deine Menschheit hat sie leider nicht begriffen und seine Entdeckung zu einer riesigen Industrie aufgebaut, die auch immer mehr in eine Sackgasse geführt hat. Der wirkliche Nährboden aller Krankheiten ist euer normales menschliches Denken. Jetzt seid ihr krank, jetzt habt ihr Neurosen, immer jetzt. Und allerlei andere Krankheiten und die Ärzte können den Patientenstrom kaum bewältigen. Es gibt stets so wenig Ärzte und es werden immer mehr Kranke, je mehr Ärzte es gibt. Das Beispiel habe ich zigfach angesprochen, da gibt es nichts zu diskutieren. Übrigens ganz interessant diesbezüglich hier in unserem Chat hat irgendeiner hier letzten von der Wagenknecht, hast du das angehört? Nein, das habe ich noch nicht gehört. Das ist sehr, sehr spaßig. Ich weiß, ich liebe die Frau ja sowieso, weil die ziemlich Tacheles reden und meistens. Die geht dann nochmal hier auf den Bill Gates ein und auf die Industrie der WHO, wo sie sagt, man muss bloß einmal nachforschen, wie sich das Ding wirklich finanziert. Es sind natürlich immer alle Zahlen, wo du hast, hast du wieder aus das Buch heraus. Das ist das große Problem. Das wird maßgeblich vom Pharmakonzern finanziert. Vom Pharmakonzern. Die Pharmakonzerne, die Milliarden und Abermilliarden verdienen, habe ich aus das Buch heraus. Ich sage jetzt immer dazu, das sind Worte und wir bauen Vorstellungen auf. Mir geht es nicht um das, was du denkst. Du musst begreifen, die Informationen als Ding an sich sind Gedanken, wenn die kommen und gehen, die sind sekundär im wahrsten Sinne des Wortes. Das, was ich dir mitteile, wer denkt sich das aus? Warum ist das jetzt? Weil es von irgendjemandem ausgedacht wird. Das ist das Thema mit Holofeeling. Nicht das, was jetzt hier geschrieben wird mit Schutzzuweisungen. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir denkst. Ist die Sachen, die du denkst, würde es nicht geben, wenn du sie nicht denkst. Die Ursache, dass du die überhaupt denken kannst, dass du dir die ausdenken und vorstellen kannst, auch die Erdkugel, das heliozentrische Weltbild, das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Nimm verdammt nochmal diese Computermetapher. Du bist der Computer und dieses indoktrinierte Wissen, dieses Programm und die Daten, die du in dir hast, machen die Welt, die du in dir aufbaust. Das ist mein Thema. Nicht die Sachen, die von dir aufgebaut werden, die sind sekundär. Ein Riesenunterschied, ein ganz elementarer Unterschied. So wie ich auch immer wieder sage, ich erkläre es den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und nicht irgendeinen Gedanken von dir. Ich bin doch nicht verrückt. Ich bin doch ganz ruhig und ausgeglichen. Ich fühle mich völlig normal. Na gut, ein bisschen Stress habe ich zurzeit. Wenn ich aber diese Sorgen los bin, legt sich das wieder. Das ist doch das normale Ding. Wieso ziehen Soldaten in den Krieg? Weil das Geld, das sie verdienen, als Soldat offensichtlich besser sind. Mit Sicherheit nicht, weil sie Patrioten sind. Wieso machen Polizisten etwas, was ihnen zuwider ist oder nicht zuwider ist? Oder wieso predigen Nachrichtensprecher? Es ist so unendlich trügerisch, wenn dir dein Wissen logisch erscheint. Du müsstest nur einmal wissen, egal wen du dir jetzt ausdenkst, jeder dieser Figuren in die Kisten, in jede dieser Kisten denken wir uns eine gewisse Logik rein, jetzt ausgedachterweise. Und für jeden dieser Menschen wird diese Logik maßgeblich bestimmen, was er empfindet, was er glaubt. Das ist für ihn logisch. Und du bist auch bloß ein Mensch, der von dir ausgedacht wird. Das gilt auch für dich selbst. Also streit doch nicht über diese unterschiedlichen logischen Systeme. Es ist doch viel wichtiger, mal zu begreifen, wer ist die Ursache dafür. Das ist doch mal der, der sich's ausdenkt.
Der Zwang unbedingt von anderen als normal, ich sage immer normal ist normiert, angesehen zu werden, lastet wie eine Sucht auf dir. In einer Sucht zu leben, heißt aber auch permanent seinen Rausch aufrechterhalten zu müssen. Das ist das Zeichen der Sucht. Mehr Konsum, wir setzen auf Wachstum, wir müssen konsumieren. Wir müssen arbeiten, dass wir Geld kriegen. Mehr, mehr, immer mehr. Aber nicht dieses Mehr, das immer ist. Es sind die Gier nach Existierenden, wollen Vergängliches anhäufen, was ihnen nie gelingt, weil es immer wieder vergänglich wird. Es wird der Geld in Wertung kommen. Es war noch nie anders. Es wird, der Euro wird genauso wenig halten wie die D-Mark und wie die Reichsmark und was es sonst alles gegeben hat. Das hält so wenig wie ein Säugling. Der ist nach ein paar Jahren ist der komplett weg. Dann ist er ein Schulkind. Aber immer jetzt. Wenn er ist, ist er jetzt. Egal was existiert, es existiert hier und jetzt in deinem Kopf. Auch du erfreust dich unablässig an diesem Rausch, am Taumel. Du scheinst sehr zufrieden mit diesem Verhalten zu sein. Ist ja selbst, das Buch spricht zu dir, wir sind in Ich bin du. Muss man den Anfang lesen. Das ist natürlich noch wesentlich interessanter, wenn man jetzt wirklich das einmal bewusst liest, wie das Buch beginnt, dieses Ich bin du. Ich sage, wen hörst du jetzt eigentlich zu, heißt es am Anfang, wenn man das zu lesen anfängt. Wen hörst du zu? Wer spricht jetzt in dir? Das ist doch, hast du, kennst du, kommt dir die Stimme bekannt vor? Das ist doch deine eigene Gedankenstimme. Jetzt natürlich nicht, jetzt ist es ein Lautsprecher. Wenn du das jetzt aber selber lesen musst, was du feststellst, du meine ich jetzt gezielt dich Geist in Verbindung mit dem Menschen, der du zu sein glaubst, dass du dir die Geschichte selber erzählst. Du magst mir, sagt das Buch, immer dran denken, da spricht das Buch zu dir in Ich bin du. Du machst mir den Eindruck, dass gerade dieses kranke Verhalten der Massenpsychose das Einzige ist, was dich mit deinen Mitmenschen zu verbinden scheint. Du rufst und singst und schreist, ich bin ja so glücklich. Ich muss jetzt nur noch im Lotto gewinnen oder sonst zu Geld kommen, dann geht es mir super. Oder du hörst zu den Menschen, die ihre einseitigen geistigen Energien damit verschwenden, unter allen Umständen ihren bisherigen Status aufrechtzuerhalten und doch weiter auszubauen. Egal, all das ist Massenpsychose. Das ist jetzt, wenn du an Lesch versuchst zu erklären, dass das scheiße ist, er hört gar nicht zu, er ist viel zu sehr damit beschäftigt, ständig hier die Erwiderungen, das, was er dir erwidert, wenn du jetzt irgend mit einem diskutierst, hörst du eigentlich gar nicht richtig zu, sondern da schnappst du irgendwas auf und bist im Hintergrund schon konzentriert, wie du das abwehrst. Wenn du mal über den Dingen stehst und wirklich in dich reinschaust. Du verleugnest durch dieses gedankenlose Verhalten deine wirkliche Individualität. Dir sollte bewusst werden, dass du dich durch das Einklingen in dieses dumme Massenverhalten selbst entmündigst, entgeistigst eigentlich genau genommen. Du ignorierst damit völlig deine persönliche Verantwortung, die hast du gegenüber deiner Seele und deinen Mitmenschen. Erst wenn du dir diese Verantwortung bewusst wirst, ich nehme mal die Schuld auf mich und sie auch zu tragen bereit bist, handelst du wie eine erwachsene Seele. Wenn du dir keine Kranken ausdenkst, gibt es keine Kranken mehr. Wobei das aber schon wieder unvollkommen wäre, weil Krankheit und Gesundheit zusammengehört. Also so löst du das Problem so, was du die Heiligkeit nicht intronisieren können. Die Masse, geistlose Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis, trägt keine Verantwortung. Figuren in einem Traum tragen nicht die geringste Verantwortung. Für den träumenden Geist, für den unbewusst träumenden Geist hat natürlich jede Figur die Verantwortung, die der träumende Geist dieser Figur zuspricht. Der erschafft ja den Protagonisten in seinem Traum. Setze für Protagonisten in einem Traum einfach die Figuren in einen Roman. Tragen die Figuren, die Protagonisten in einem Roman irgendeine Verantwortung? Die trägt der Autor, der die in die Welt gesetzt hat, in diese Romanwelt hineingesetzt hat. Und du trägst die Verantwortung für alle Menschen, die du dir in deine Traumwelt hineindenkst. Sie schreit nur wie ein Baby nach mehr, die Masse. Mit der Kommerzialisierung wurde dieser selbstsüchtige Wahn zum Allgemeingut erklärt. Millionen genießen den Kitzel, welche die Presse, bla bla bla, geht's dann weiter. Ja, Redo. Ich hoffe, dass das aufgezeichnet hat bei dir dieses Mal. Ja. Wenn nicht, ist es auch wurscht. Man kann es immer wieder hören. Ich kann nur sagen, du wirst in einen Punkt kommen, dass du lieber Selbstgespräche rauf und runter hörst, bevor du anders geschwätzt hast. Du brauchst natürlich auch wieder Abwechslung. Wenn ich jetzt werde, die Sache wagen nicht um. Ja. Weißt du, das sind lauter so kleine Stellen, dass du irgendwann einmal, ich habe zum Beispiel hier bei dem letzten Selbstgespräch bin ich darauf eingegangen, dass da manche was reinstellen, wo ich sage, die sollen sich den Spaß doch, wo Einseitigkeiten verbreitet werden, können sie sich doch sparen. Und dann kriege ich halt so
eine Mail von einem, der da was reingestellt hat und ja, jetzt bin ich wieder total verunsichert. Und ich sage, das ist schon die Schwierigkeit, schau. Das, was du jetzt gehört hast, dieses Selbstgespräch, du hast schon wieder reagiert. Ja. Jetzt bin ich verunsichert, habe ich was verkehrt gemacht. Die Figur in einem Raum kann gar nichts verkehrt machen. Ich sage doch immer und immer wieder, spielst hast du mal deine Rolle, so wie sie läuft, musst du dir keine Gedanken machen. Jeder Moment, der in dir auftaucht, dazu gehört auch, wie du auf was reagierst und was du tust als Figur in deinem Traum. Lass du das mal unangetastet. Es geht mir hier um, dass du der was, der das beobachtet, ohne in irgendeiner Form auf das, was du magst, zu reagieren. Das löst die Verwandlung aus. Genau wie ich jetzt gesagt habe, es geht nicht um die Menschen, es geht nicht um Ken Ebsen, es geht nicht um die Verschwörungstheoretiker, die ja nur geistlos nachplappen und ein einseitiges Ideal intronisieren will, wo sie meinen, dann wäre die Welt besser. Die Welt ist perfekt, die Welt ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt, wie oft soll ich es noch sagen? Der Sinn einer Führerscheinprüfung ist nicht, dass du hier in der Prüfung die Fehler aus diesem Bogen komplett eliminierst. Du hast die nur zu erkennen, zu vervollkommnen, sage ich einmal. Und dann hast du die Prüfung bestanden. Und dann wirst du dein ganzes Leben lang keinen Führerscheinprüfungsbogen mehr zu Gesicht bekommen. Das ist das Prinzip. Es ist eigentlich dein ganzes Leben schon, wenn ich immer sage, wenn du in die Schule kommst, ist dieser Übergang, dass du Lernen und Schreiben und Rechnen lernst, ist ein Erwachungsprozess. Du kommst in ein anderes System. Und in dem Moment, wo du dann irgendwie einen Beruf lernst, je nachdem, was für einen Beruf, wir bleiben mal mehr in einem technischen Beruf, in dem Moment, wo du Ingenieur studierst, was du feststellen, dann kommst du in ein noch höheres System und du wirst jetzt das, was du vorher gelernt hast, lesen und schreiben, was du gar nicht mehr mitkriegst, dass du eigentlich lesen und schreiben kannst. Das ist ein positiver Automatismus, wo du überhaupt keinen Gedanken mehr verlierst, der läuft vollkommen, ohne dass du dir den Kopf drüber machen musst. Ja. Mein Autobeispiel mit Schalten und Kuppeln früher. Ja. Ja. Weil es ein höherwertiges System ist. Und genauso ist es, wenn du jetzt wach wirst, ja, dann wird erst einmal von dem, der du jetzt zu sein glaubst, nichts mehr übrig sein. Du wirst jetzt jeden Morgen als Brösel wach und dann ist erst einmal der dort, den du zu sein glaubst, du bist deine neue Umfeld, wo du erhalten zu lernen hast, weil du noch in der Führerscheinprüfungsbogenwelt steckst. Und ich betone, ich mache hier kein Science Fiction oder keine Religion, ich versuche mit ganz einfachen, kindgerechten Beispielen dir zu erklären, was wirklich ist, was du, wenn du die Gedankengänge mitgehst, sofort nachvollziehen kannst. Es ist keine Frage des Glaubens, was ich dir jetzt erkläre, ist hundertprozentig sicher. Das ist hundertprozentig sicher, nicht das, was deine Logik dir einredet. Ich kann immer wieder nur sagen, 99,9% von dem, was du ein bisher ausgedachtes Leben lang als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, Viren, Proton, Wassermoleküle, Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht, könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Es gibt keine Möglichkeit. Und der Trugschluss aller Trugschlüsse ist die Verwechslung mit einem Körper eines sterblichen Säugetiers. Mich gibt es ja nur, weil mein Körper da ist und mein Gehirn. Jetzt frage dich, wo war jetzt die jetzt ausgedachte Stunde dein Gehirn? Hast du es gedacht, hast du es gespürt? Hat es in irgendeiner Form existiert? Das ist die Geistlosigkeit. Und da müssen sich jetzt, wie ich immer so schön sage, all deine von dir jetzt ausgedachten Professoren der Medizin, der Physik, der Bewusstseinsforschung selbst an die Nase fassen. Und wenn du das jetzt nur so erklärst und der wischt es weg, ein klares Zeichen, es ist wirklich nur eine absolut tote KI. Ein Zombie, das ist bei den Ego-Shooter, bei den Videospielen, neigt ihn einfach ab. Ich meine natürlich jetzt nicht, bringt ja nichts. Bringt nichts, aber es ist, widme keinen Gedanken mehr. Du machst dir nur Stress, weil du nicht loslassen kannst. Es gibt keinen größeren, geistloseren Idioten wie einer, der sich einen geistlosen Deppen ausdenkt und ihn erklären will, dass er geistloser Depp ist. Jetzt setze für den geistlosen Deppen einen Computer. Versuch einen Computer zu erklären, dass er Computer ist. Versuch es ihm zu erklären. Würdest du überhaupt anfangen und wieso versuchst du das nicht zu erklären? Ja, der hat ja kein Bewusstsein. Selbstverständlich hat er Bewusstsein. Das bist du. Interessanterweise, was sagt dir das jetzt? Du kannst es nur einem einzigen erklären, nämlich dir selber.
Das ist ein Selbstgespräch. Es ist ein Selbstgespräch. Also jetzt spricht der Computer zu dir. Das ist, da musst du dich fokussieren. Das ist der Punkt, das ist der Schlüssel. Da musst du bohren, immer wieder bohren. Und du verlierst dich so in der Welt, in der Unachtsamkeit. Die ist schon sehr verführerisch, diese Welt. Ja, klar. Immer wenn man jung ist sowieso, da geht man zuerst mal in die Sexualität, dann geht man fort, dann will man Beruf lernen, dann Diskotheken, dann wird man neugierig, dann engagiert man sich vielleicht politisch. Natürlich immer nur einseitig, immer nur einseitig. Es ist so gleichgültig, mit welcher Fahne du rumrennst. Du bist immer noch auf wie in deinem eigenen Traum. Ja, jetzt lass mich ganz gut sein. Gut. Mir wiederholen und wiederholen, aber du merkst, es setzt sich immer ein bisschen mehr. Es setzt sich immer ein bisschen mehr in das, was immer ist, rein. Ja. Und das will dich nur deine Verzweiflung und das nicht haben wollen auf. Das ist, wenn man heute das Loslassen gelernt hat, mein Weidezaunbeispiel. Ja. Wenn man bereit ist, wenn dann auch viele sagen, ich gebe dir mein Leben, gib mir ein neues. Ich sage, schrei doch nicht so arg, weil wenn dann wirklich die Prüfung kommt, das ist wie hier die Abraham-Geschichte, wo ich nochmal ganz kurz angesprochen habe. Das ist Theorie und Praxis, ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist so einfache Sätze, wenn ich sage, dem Menschen geht Gott am Arsch vorbei und wenn es dann wirklich die Mediziner irgendwie sagen, es wird brenzlig. Wir wissen nicht, wie lange sie noch zu leben haben. Dann rennen sie wirklich von biblisch Pontius bis Pilatus, dann rennen sie wieder vollkommen in die Welt und wenn die dann sagen, es ist nichts mehr zu machen, dann fangen sie wirklich zu beten an nach dem Motto, es kann ja nicht schaden. Schaden kann es auf keinen Fall. Schlechter, man kann es ja eh nicht mehr. Aber ist es nicht erbärmlich, spuckt man damit nicht seinen eigenen Schöpfer ins Gesicht? Gegenwind. Aber wer erschafft mich eigentlich jetzt? Wer erschafft jetzt den Udo? Wer erschafft den Redo? Wer erschafft jetzt den Menschen, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut? Der sich jetzt alles ausdenkt. Das ist meine Adresse. Das ist der vergessen hat, wer er ist. Okay. Gut. Udo, danke. Ciao. Tschüss.